Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Candle Haul von mir. Ich habe das die Tage schon mal angesprochen, dass ich einen Haul für euch habe, separat nur für meine Kerzen, weil ich habe in letzter Zeit wieder so ein bisschen, wie ihr in den letzten Haul schon gesehen habt, zugeschlagen. Und dann gab es halt noch so ein Angebot bei Candle Dream für American Treasures, heißen die, glaube ich, also US-Düfte auf jeden Fall. Da habe ich mir ganze 5 Stück bestellt, bin ein bisschen beleidigt. Also, weil ich habe früher öfter bei Candle Dream bestellt und auch wenn Rabattaktionen gab und man hat immer Goodies gekriegt. Und ich habe jetzt für 135 Euro eingekauft, ja, und ich habe kein einziges Goodie bekommen. Finde ich schon traurig, muss ich sagen. Naja, ja, auf jeden Fall, hier ist nämlich der Karton, so sind die angekommen und die wollte ich euch jetzt mal zeigen. Also sehr geile Düfte, ich habe sie schon gerochen, aber nichtsdestotrotz finde ich es trotzdem doof. Also mal ganz im Ernst, wenn man Tarts bestellt, ja, kriegt man hier Goodies, aber bei 140 Euro knapp nicht, naja, gut. Ich beginne. Ich habe mir, weil da war ich schon lange scharf drauf, habe ich mir die Lavender Vanilla geholt. Ich finde übrigens die diese Labels nicht so schön wie die anderen, die internationalen, nenne ich es jetzt einfach mal. Gusja ist hier 2018, das sage ich jetzt immer wieder dazu, weil ich finde das schon cool, wenn man manchmal ein paar alte Schätze dabei hat. Diese hier, ich mache sie auf und es riecht schon. Boah, ich finde, das ist so ein toller Duft. Ich kann auch nicht mal sagen, ob es mehr nach Vanille oder mehr nach Lavendel riecht, weil das einfach eine super geile Kombination ist. Mega. Also ich glaube, einen kleinen Hang mehr Vanille. Aber so total parfümig, total toll. Hätte ich mir niemals so gut vorgestellt. Wirklich nicht. Ich habe echt gedacht, so, oh, komm, ich bin neugierig, hol ihn dir mal. Ich hatte aber auch mal ein Votiv, glaube ich. Habe ich aber nicht ordentlich angezündet. Habe halt immer nur so dran geschnuppert. Aber, boah. Und ich glaube, der wird richtig intensiv sein. Aber ich habe das Gefühl, dass amerikanische, also US-Kerzen, dass ich die intensiver finde. Keine Ahnung, ob das Einbildung ist oder, naja. Dann habe ich mir tatsächlich nochmal, ihr kennt die schon von mir, aber ich musste unbedingt ein Backup haben von dieser Kerze und zwar von Black Sand Beach. Habe ich mir ja letztens schon in groß gekauft und sie ist so toll. Mein Freund, der findet die auch toll und so und ja, habe ich allerdings mit dem, normalen Label, jetzt ist das halt mit diesem amerikanischen Label. Boah. Wirklich, ich kann euch nicht sagen, wonach diese Kerze riecht. Das ist für mich... Ich mache kurz Augen zu. Parfümig. Definitiv parfümig und auch intensiv vom Duft. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwie... Ich glaube, da ist was Warmes. Also so ein warme Hölzer sind da drin auf jeden Fall. Was Blumiges, was Düsteres. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist halt so. 2017 Gusja. So, dann habe ich noch eine... ja, Ganzjahreskerze nenne ich es jetzt einfach mal. Da war ich auch schon lange scharf drauf. Und zwar ist es Beechwood. Ich finde die Farbe auch sehr schön. Die ist zarter vom Duft. Aber die nicht zu zart. Und riecht total nach Treibholz. So nach... Aber trockenem Treibholz. Und ein bisschen... Ich finde, ich rieche sogar so Gräser daraus. So als wären dann die Dünen vielleicht noch oder sowas. Ich bin gespannt, wie er angezündet ist. Aber ich schreibe euch natürlich immer hin, was Yankee sagt. Ne? So, dann habe ich... Oh, bleib ja da. Dann habe ich hier zwei weihnachtliche, mussten dann sein, also bei diesem Angebot, weil es gab bei, wie gesagt, bei Candle Dream gab es Rabatt. Ich glaube, 25% Rabatt gab es halt auf Yankee, also auf USA-Düfte. Und dann habe ich einfach zugeschlagen. Und das hier, den kannte ich gar nicht, aber die Beschreibung, die hat mich ziemlich vom Hocker gehauen, genau wie die andere. Gut, die andere, die habe ich aber irgendwo schon mal gesehen. Ich weiß auch nicht wo. Und dann habe ich die gegoogelt und fand sowieso die Beschreibung sehr geil. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die es mal irgendwo gibt, ja, und dann gab es die. Naja, aber erstmal zu dieser hier. Und so heißt sie Aromatic Orange and Evergreen. Sieht halt sehr weihnachtlich aus, ne? Mit dieser roten Schleife, Tannenbaum und Orangenschalen getrocknete.
Also, was mich an dieser Kerze tatsächlich bei der Beschreibung so ein wenig zucken lassen hat, so nach dem Motto, soll ich doch nicht, war Zimt. Da stand Zimt drauf. Und muss aber sagen, dass diese Mischung perfekt für Weihnachten für mich ist. Dieses fruchtige Aroma von diesen, ich finde, das riecht wie so ein Orangentee. Mit so einer Zimtstange da drin, die aber jetzt nicht so extrem duftet. Und dann halt diese Tannenbaum-Sache im Hintergrund. Ich finde die super cool. Aber vielleicht, ich rieche aber auch Nelken, glaube ich. Definitiv, da sind Nelken drin. Muss man mögen, ne? Ja, finde ich auch ziemlich cool. Und die Maserung ist auch sehr schön. Da ist zum Beispiel ein voll dicker Ölfleck hier. So, dann kommen wir zu der letzten aus Candle Dream. Und zwar, die hat mich gerade voll geflecht, als ich daran geschnuppert habe. Und zwar heißt sie Holiday Bearberry. Ja, so. Boah, mega. Die riecht wirklich so nach so Hölzern. Nach Tannennadeln, so Pinie auf jeden Fall. Und was... Fruchtigen, irgendwas Zitrisches ist da drin, aber intensiv, voll toll. Mhm. Ja, voll gut. So, und dann gab es noch eine Bestellung bei Amazon. Da habe ich, kommt nämlich auch erstmal die weihnachtliche. Total bescheuert eigentlich, ne? Also, aber gut, wenn es die halt günstig gibt, dann muss man zuschlagen, ne? Und zwar, Cinnamon, ja, Cinnamon steht da. Also total Zimt. Und Cedar. Aber diese Kombination habe ich halt Rezensionen gelesen, dass die mega geil sein soll. Auch für Leute, die normalerweise nicht so oft Zimt abfahren und dann und dieses Label und so. Dann ich. Ja, es ist um mich geschehen, dann, als ich das gesehen habe. So und dann. Ja, die ist voll. Die ist schon würzig, aber nicht so dieses Maggi-würzig. Und dieses Cedar dabei, also dieses. Baumige, macht die schon zu was Besonderem. Also es ist schon, die gefällt mir. Ich bin sehr gespannt, wie sie dann angezündet riecht. Jaha, ich weiß nicht mehr wohin damit, stellen wir hier rein. So, und die letzte Kerze ist wieder ganz normal, aber das ist trotzdem eine Limited Edition. Und zwar heißt die Early Spring Bloom. Ja, Leute, die mich kennen, wissen, blumig und Jenny, das ist es halt, ne? Und die riecht total seifig, so nach, als würdet ihr gerade frisch aus der Dusche steigen, aber mit leichtem Parfum noch, als hättet ihr noch ein bisschen Parfumgeruch an euch. Gefällt mir sehr gut. Ist ein zarter Duft, ich bin gespannt, wie sie dann angezündet ist. Ja, aber parfümig seifig, mit frischer Wäsche. Ja. So, und das war mein Yankee Candle Haul. Ging unter 10 Minuten, ist halt immer ziemlich knapp, aber das waren jetzt auch wieder... 7 Kerzen. Das reicht jetzt erstmal wieder, hoffe ich. Ich habe ja immer so phasenweise, wo ich mir Yankees bestelle. Ja, das muss aber wieder aufhören. Ich bin ja kein Krösus. Okay, meine Lieben. Ich hoffe, dass wie. Achso, übrigens. Falls ihr mal ein paar Yankee Candles ausprobieren möchtet, aber euch unsicher seid und so weiter und so fort, Kerzen, die ich nicht richtig wahrnehme vom Duft, schmelze ich ein. Und dann schmeiße ich sie mir in die Duftlampe und dann sind die eine Mega-Duftbombe. Ich weiß nicht, woran es liegt, ist halt dann so. Und ich habe dann halt zu viele Melts. Ich kann euch mal in der Infobox verlinken, wie ich Tarts gieße. Aber ich habe dann einfach zu viele und verkaufe dann halt immer die Hälfte. Und alle, die ich jetzt im Moment verkaufe oder generell immer verkaufe, liste ich immer in der Infobox auf. Und dann könnt ihr halt schauen und mir vielleicht welche abkaufen, damit ich mir meine Candlesucht hier finanzieren kann. Nein, das war nur ein Scherz, ne? Aber... Im Endeffekt, ich kann einfach nicht so viele dann an Nels ausprobieren, also aufbrauchen. Ne? Also wenn ihr da Lust drauf habt. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.